So ihr Lieben, hello back on my YouTube-Channel. Heute wird es relativ spannend für euch. Für mich erst ab morgen. Wir haben jetzt nämlich den Dienstag, den 17.08. Und morgen wird meine Chemotherapie beginnen. Morgen wird's ernst, Leute. Puh, also falls ihr meine letzten Videos nicht gesehen habt, ich werde euch das alles nochmal unten verlinken. Schaut es euch gerne erstmal an, bevor ihr das Video schaut, weil da geht es ja dann um die ganze Sache, was ich überhaupt habe. So, ich habe vor anderthalb Monaten ungefähr, ja so 5, 6 Wochen, habe ich die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen. Ja, also ich habe Krebs und ich werde ab morgen meine Chemotherapie beginnen und habe euch auch schon in mehreren Vlogs und Videos und Blogposts so ein bisschen was darüber erzählt, mitgenommen. Vor allem auch die Anfangszeit, die natürlich sehr hart war. Also am Anfang hat es mich schon ziemlich umgebeamt, als ich diese Diagnose bekommen habe. Ist ja, glaube ich, auch verständlich. Aber ja, ich werde das auf jeden Fall meistern. Morgen geht's los. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommen wird. Kann mir das irgendwie noch so gar nicht vorstellen. Also die nächsten 3 Tage werden auf jeden Fall echt hart. Ich bekomme 4 Zyklen insgesamt. 2 Zyklen Beacop eskaliert heißt dieses Schema. Und 2-mal ABVD, also dieses Beacop, das ich am Anfang bekomme, das ist relativ aggressiv. Das ist auch eine sehr harte Chemo. Deswegen mache ich die auch im Krankenhaus, also zumindest die ersten Tage. Ich werde jetzt 3 Tage im Krankenhaus sein, also von Mittwoch, morgen bis Freitag. Da bekomme ich eben auch ganz, ganz viele Infusionen. Und ich habe mich halt dazu entschlossen, dass ich das jetzt im Krankenhaus machen werde, weil ich da dann einfach ja, überwacht werde. Es ist jemand da, wenn irgendwas sein sollte. Und die passen auf mich auf, sage ich jetzt mal. Und was auch noch sehr gut ist, ich werde ein Einzelzimmer bekommen, weil ich privat versichert bin. Das finde ich sehr, sehr gut, weil ich brauche auf jeden Fall meine Ruhe. Gerade wenn es mir schlecht geht, da brauche ich auf jeden Fall meine Ruhe. Aber das Gute ist, meine Mama darf mitkommen. Also natürlich jetzt nicht die ganze Zeit, aber die wird auf jeden Fall jetzt während der Infusion und sowas dann da sein. Und das ist halt super, weil wenn ich es ambulant machen würde, da dürfte niemand mitkommen. Könnte ich wahrscheinlich schon machen, aber gerade jetzt so der erste Tag morgen, der wird echt hart. Also da hänge ich gefühlt den ganzen Tag irgendwie an Infusionen und sowas. Und dann ist es wirklich einfach besser, wenn ich da im Krankenhaus bin, auch wenn ich Krankenhäuser über alles hasse, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber ja, da muss ich auf jeden Fall durch. Das sind jetzt 3 Tage. Dann bekomme ich an Tag 8, also nächsten Mittwoch dann, glaube ich, oder Donnerstag, bekomme ich dann irgendwie noch meine Spritze und Infusion. Ich check da selbst noch nicht so ganz durch, muss ich ehrlich sagen. Aber das werde ich dann ambulant machen und die zweite Chemo, also den zweiten Zyklus dann nochmal genau das Gleiche, nochmal im Krankenhaus. Und den dritten und vierten Zyklus, den mache ich dann ambulant, weil das ist immer nur so jeweils einen Tag Infusionen und das kann ich dann auf jeden Fall ambulant machen. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall natürlich sehr aufgeregt, wie man euch vorstellen könnt. Ich habe schon auch echt Angst davor, aber ich bin von Anfang an die ganze Sache relativ positiv drangegangen, weil ich selbst weiß, wie viel Heilung eigentlich ein gutes Mindset machen kann, beziehungsweise wie ein positives Denken, sage ich jetzt mal, die ganze Sache auch positiv vorantreiben wird. Und deswegen versuche ich da jetzt einfach ganz, ganz positiv an die Sache ranzugehen, mir jetzt auch keine Gedanken zu machen über Nebenwirkungen, weil das ist sowieso bei jedem anders. Also ich habe auch gelernt, nicht zu viel nachzulesen oder zu viel auf andere zu hören, weil das irgendwie bei jedem anders verläuft. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich möglichst wenig Nebenwirkungen haben werde und dass ich das Ganze gut durchziehen werde. Und ja, genau. Ich nehme euch dann auch ein bisschen mit, also soweit es geht. Ich weiß natürlich nicht, wie gut es mir geht, wie schlecht es mir gehen wird, aber ich werde euch ein bisschen mitnehmen ins Krankenhaus, zeige euch, wie ich da an diesen Infusionen hänge, werde euch sagen, wie es mir dabei geht. Also ich glaube nicht, dass man das so arg merkt, wie das in einen reinfließt. Das wird wahrscheinlich dann erst danach kommen. Ich werde wahrscheinlich erschöpft sein, müde und sowas, aber ich denke, das ist ganz normal. Vielleicht kann ich das Krankenhaus auch mal nutzen, um endlich mal zu schlafen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, ich werde alles auf mich zukommen lassen und mal sehen, wie das Ganze verlaufen wird. Und ja, also wie gesagt, ich nehme euch ein bisschen mit, soweit es geht, falls es für euch spannend ist. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch immer gerne auf Instagram folgen, dann nehme ich euch natürlich auch immer regelmäßig mit. Aber falls es mir auch mal schlecht geht, dann ist es auch okay, einfach mal nichts zu machen. Habe ich auch gelernt in der letzten Zeit und ja. Aber mir tut es ja auch immer ganz gut, mich abzulenken. Deswegen rede ich auch gerne dann auch mal mit euch oder mit meiner Kamera und ansonsten, ja.
Würde ich sagen, wir hören uns morgen. Ich habe jetzt schon meine Kliniktasche bzw. mein kleines Köfferchen gepackt. Ich bin ja nur 3 Tage da, aber ich weiß ja nicht, ob es da kalt ist, ob es da warm ist, was ich alles brauchen werde. Deswegen habe ich auch mal 2 Schlafanzüge eingepackt, so ein paar Chill-Sachen und sowas. Ein Kissen natürlich. Ich brauche mal so mein eigenes Kissen und ja, genau. Mehr brauche ich auch nicht, was zu lesen. An mein iPad, mein Laptop nehme ich natürlich mit, damit meine Mama und ich dann Serien schauen können und uns die Zeit da einfach ganz gut machen können. Und natürlich Snacks nicht zu vergessen, weil ich weiß ja nicht, wie das Krankenhausessen sein wird. Habt ihr schon gesagt, dass ich vegan bin? Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich auch was Veganes dann bekomme. Das werde ich euch natürlich dann auch zeigen, was so Leckeres als Krankenhausessen gibt. Let's see, stay tuned. Wir sehen uns dann morgen aus dem Krankenhaus wahrscheinlich. So, guten Morgen, ihr Lieben. Tag der Chemo Number One. Ja, wir fahren jetzt gleich ins Krankenhaus. Um 11 müssen wir da sein. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre jetzt nicht aufgeregt. Also ich habe natürlich schon echt Angst davor und irgendwie Respekt und bin gespannt, was passieren wird. Ich weiß nicht, aber ich versuche mit ganz wenig Erwartungen da reinzugehen. Ich habe schon gesagt, ich mache das jetzt, als wäre das so ein Wellness-Tag, den ich jetzt mit Mama mache, weil die kommt nämlich mit und dann, als würde ich eine Runde Vitamin-Cocktails bekommen, die mich schön machen, die mich gesund machen und wir haben auch ganz viele Snacks dabei. Wir haben meinen Laptop dabei, wir schauen dann einfach Serien und machen uns so ein Beauty-Spa-Day, denke ich mir jetzt einfach und dann ist es auch schon ganz schnell vorbei. Also der Tag wird hoffentlich schnell umgehen und ich bin einfach froh, wenn mein Juckreiz weg ist, Leute. Und es soll anscheinend wirklich schon nach der ersten Chemo, ich weiß jetzt nicht, ob nach dem ersten Chemo-Zyklus oder auch schon nach dem ersten Chemotag, aber der Juckreiz soll verschwinden und da freue ich mich einfach so sehr drauf. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also, ja, wir werden sehen. Bin mal gespannt, wie alles läuft und werde euch dann im Krankenhaus ein bisschen mitnehmen. Ich zeige euch dann auch mal mein Zimmer und so. Bin auch mal gespannt. Hoffe, dass das ganz schön ist, dass man da die nächsten 3 Tage auf jeden Fall aushalten kann. Ja, let's see. So, ich zeige euch jetzt nochmal kurz so den Plan. Den habe ich nämlich von meinem Onkologen bekommen. Also so ganz blicke ich da selbst noch nicht durch, aber das ist so ungefähr der Zyklus. Da steht jetzt 4. Zyklus, ist aber der erste jetzt bei mir. Also Tag 1, Tag 2, Tag 3. Das mache ich jetzt alles stationär. Und da sieht man dann, was ich so alles ungefähr an Tabletten bzw. an Infusionen bekomme. Das ist aber bei jedem unterschiedlich, je nachdem, wie viel ihr wiegt und wie groß ihr seid. Und ja, je nachdem, was ihr eben für eine Chemo bekommt. Also das sind alles hier Tabletten und dann hier, wenn immer eine Zeit dabei steht, das ist dann eine Infusion. Hier bekomme ich nochmal was gespritzt dann. Also heute bin ich relativ lang an der Infusion, weil ich bekomme dann auch, wenn ich gerade keine Medikamente gespritzt bekomme, bekomme ich dann auch so eine Kochsalzlösung, damit alles nochmal durchgespült wird sozusagen, dass das aus dem Körper rausgeht. Also der erste Tag wird jetzt heute relativ lang werden und Tag 2 und Tag 3 werden dann nicht so lang. Da bekomme ich dann auch nochmal die Tabletten und dann aber nur relativ kurze Infusionen mit Medikamente zumindest und dann halt nochmal diese Kochsalzlösung und am Abend dann nochmal. Ich glaube, das ist gegen die Übelkeit. Also ja, bin mal gespannt, wie aufgeschwemmt ich heute Abend sein werde nach. Hier kriege ich 100 Milliliter Infusion, hier 500, also ein halber Liter, hier nochmal ein halber Liter, dann hier nochmal 100 Milliliter, nochmal ein Liter und dann abends nochmal 100 Milliliter. Also Halleluja. So Leute, kleine Roomtour in meinem kleinen Spa-Zimmer hier, aber es ist mega schön, also ich habe halt ein Einzelzimmer bekommen und ich finde es richtig toll, wenn ich mir denke, wie das in Berlin war, also das war viel älter alles und also gar nicht schön. Ich habe sogar Blick auf den Garten, zu meinem Bettchen, Fernseher habe ich und das Badezimmer ist auch mega schön, Ballettstangen zum Turnen, ein schöner OOTD-Spiegel. Und das Badezimmer ist auch echt schön. Also kann man nichts sagen. Ich glaube, da kann ich es auf jeden Fall aushalten. Die nächsten 3 Tage. Und Bett sieht auch okay aus. Bisschen klein, aber es ist okay. So, erstes Mittagessen. Ich darf übrigens auch alles auswählen. Also auch vegane Sachen und vegetarisch. Einmal Salat. Dann gibt es hier. Boah, das schaut aber gut aus. Spinatstrudel mit Kartoffeln und Zucchini. Dann hier eine Pfannkuchensuppe. Also, ja, läuft, Leute, würde ich sagen. Schaut nicht schlecht aus. So, Leute, los geht's. Erste Packung Tabletten, die 4 muss ich nehmen. Davon hatte ich jetzt schon eine halbe, dann die noch und dann da noch eine. Also, boah, let's go, würde ich sagen. Los geht die Pillenparty. So, Leute, das ist mein Homie für die nächsten Tage. 1, 2. Und da oben hängen sie auch schon. Also erste Chemo ist schon drin. Ich bin hier angehängt und muss jetzt die ganze Zeit mit diesem Ding hier rumlaufen. Also heute ist auf jeden Fall ein krasser Tag, weil ich, also diese hier, die bekomme ich irgendwie 2x alle 4 Stunden. Also es läuft insgesamt 8 Stunden durch mich durch.
Und das andere, also die Chemo, die kommt dann so stündlich dran. Ja. So sieht das Ganze aus, der ganze Spaß. Und es ist auch schwierig, damit aufs Klo zu gehen, habe ich gerade gemerkt, aber geht schon. So, die zweite Runde läuft und heute gibt es auch den Tagesangebot Sex on the Beach Cocktail. Leute, wie krass sieht das aus? Der ist wirklich so komplett orange. Da hinten sieht man es. Ist jetzt nur ein kleiner Beutel zum Glück, also es läuft auch nur 15 Minuten, weil das finde ich irgendwie todescreepy, dass sowas jetzt in mich reinläuft. Aber okay, ich denke mir einfach, das ist Sex on the Beach. Der macht mich jetzt ein bisschen besoffen, ein bisschen müde. Läuft. Aber es sieht echt crazy aus. Es ist so komplett orange einfach. Yummy. Geil. So, letzte Chemo für heute, der Turbo-Beutel. Das ist einfach ein Liter, der jetzt innerhalb von einer Stunde in mich reingepumpt wird. Ciao, Leben. Danach werde ich wahrscheinlich kugelrund rollen, aber mittlerweile, also es geht eigentlich noch. Also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie, als wäre ich so aufgeschwemmt oder so. Schauen wir mal, wie es danach ist. Gar nicht aufgenommen. So, es ist Dinner Time. Es gibt Tomate Mozzarella. Mit Breze, die haben wir selbst mitgebracht und Vollkornbrot. Ja, sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, so Leute, hier habe ich schon meine Tablettenration für morgen. Und da früh gibt es erstmal 4 zum Frühstück. Ne, 5 sogar, das muss ich auch noch in der Früh nehmen. Und dann abends nur so eine halbe. Ja, das war's dann. Aber morgens geht es auf jeden Fall schon ab. Und dann kommt morgen ja nochmal die Chemo, aber Gott sei Dank nicht so schlimm wie heute. Da kriege ich dann, glaube ich, nur einen großen Beutel und sonst nur diese kleinen hier. So, ihr Lieben, good morning vom Kugelfisch. Ich hoffe, ihr kennt mich. Ich bin angeschwollen wie ein Kugelfisch oder wie ich auch eher schön sagen möchte, ich habe mir gestern Botox ins Gesicht gespritzt. Ich bin richtig puffy, Leute. Das ist so crazy. Das ist einfach dieses Kortison, das so aufschwemmt. Das geht aber Gott sei Dank auch wieder raus. Also da brauche ich mir keine Gedanken machen. Aber wow, ich bin so aufgeschwemmt. Also das ist die erste Nebenwirkung, auch im ganzen Körper. Meine Brüste sind auch so ein bisschen angeschwollen und meine Beine fühlen sich auch super schwer an und so. Aber das ist normal nach dem Ganzen, was ich da gestern mir reingepfiffen habe. Genau, also das ist so das Erste, woran ich zu leiden habe. Und dann gestern Abend hat es mich auch echt zerlegt, muss ich sagen. Ich war kurz mal auf Toilette und dann ist mein Kreislauf, ciao. Aber ich lag ja auch den ganzen Tag im Bett. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich irgendwie. Und ich merke halt, ich bin super schnell geschwächt. Also jetzt heute geht's, aber habe ja noch nichts bekommen. Aber gestern war echt heftig. Ja. Ansonsten ist mir gestern Abend richtig, richtig schlecht geworden. Meine Mama war zum Glück noch da. Mir ist auf einmal so übel geworden. Ich hatte richtige Übelkeitsattacken. Das ist auch ja, die ganze, ganze Chemo und dann die Tabletten und alles. Das ist halt echt einfach viel. Ich bin es ja gar nicht gewöhnt, mit meinem Körper so viel zu nehmen. Bei mir ist ja schon, wenn ich ein Ibu nehmen muss, dann ist bei mir schon Tschollala-Leben. genau. Aber da habe ich dann auch nochmal 2 Infusionen bekommen und dann ging es auch besser. Und in der Nacht habe ich wieder super Kopfschmerzen bekommen. Ich glaube, ich habe mich einfach verlegen, weil mein Nacken auch total weh tut. Das können aber auch so Spannungskopfschmerzen sein. Also ja, das ist halt einfach, ist einfach viel aktuell, würde ich sagen. Genau, da habe ich noch eine Paracetamol bekommen und dann konnte ich immer wieder mal so ein bisschen eindösen. Aber so richtig gut geschlafen habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Das kann aber auch am Cortison liegen, weil das total aufputscht. Ja. Genau, ich habe früh aufgewacht, habe mich jetzt schon ein bisschen frisch gemacht, damit ich ein bisschen aussehe wie ein Mensch. Ein dicker, kugeliger Mensch. Ich kann nur drüber lachen, Leute, ich finde es echt sehr witzig. Naja, jetzt habe ich Frühstück bekommen. Ich zeige es euch mal schnell. Sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass das ein veganer Joghurt ist, weil ich extra gefragt habe, ob ich was Veganes bekomme. Aber egal, ich esse jetzt hier im Krankenhaus nicht unbedingt zu 100% vegan. Das kann ich dann zu Hause wieder machen. Aber man soll sowieso, wenn man einen Krebs hat, man hat sowieso nicht viel Appetit, das kann ich euch gleich sagen. Und wenn, dann soll man halt so essen, worauf man Lust hat. Und auf Breze habe ich auch für Lust, ja. Genau, das ist jetzt mein Essens, mein Food for now. Und dann muss ich nochmal jetzt so Essenspläne ausfüllen. Aber die haben eigentlich echt eine ganz gute Auswahl, muss ich sagen. Das ist ganz nice. So Leute, Short Update, 2. Chemo hängt, ging aber leider noch nicht viel rein, weil, Triggerwarnung, falls ihr keine Narben sehen könnt, Nadeln sehen könnt und Blut, jetzt muss wahrscheinlich die Nadel schon gewechselt werden, weil die irgendwie dick ist und so leicht angeschwollen und ja, brennt so ein bisschen, deswegen müssen wir jetzt leider schon die Nadel wechseln, wunderbar. So Leute, nochmal ein kleines Abendupdate von meinem Mondgesicht und mir. Jetzt bin ich auch noch richtig schön glänzend. Ihr bekommt mich im besten Licht zu sehen. Im Krankenhaus-Look, aber ist ja auch egal.
Ich wollte euch nur noch mal ein Update geben zu heute. Also mir ging es eigentlich relativ gut den ganzen Tag. Also gegen Abend ist mir wieder ein bisschen übel geworden. Aber ich glaube, das ist einfach normal. Die Krankenschwester meinte auch zu mir, das ist normal, dass der Bauch sozusagen auch so ein bisschen, oder beziehungsweise, dass das hier alles so arbeitet und dann ist die Übelkeit ganz normal, beziehungsweise irgendwie auch gut, weil man dann merkt, dass der Körper arbeitet, also dass die Zellen jetzt wirklich auch angegriffen werden und was zu tun haben. Und ja, also es ging dann auch, ich habe dann direkt wieder was bekommen. Ich sage jetzt am besten immer direkt Bescheid, wenn was ist, weil gestern habe ich einfach zu lange gewartet. Da war mir halt so schlecht die ganze Zeit, wow. Und dann musste ich ja warten, bis, also dann kam die Schwester und die musste dann erst vom Arzt das Go abwarten, bis sie mir was geben dürfen. Und boah, das hat sich so lange gezogen, Leute. Ja, genau, aber dann habe ich was bekommen und dann ging es ja auch wieder und so war es jetzt heute eigentlich auch. Habe dann nochmal eine Infusion gegen Übelkeit bekommen am Abend und jetzt bin ich durch. Das einzige Problem, was wir haben, sind meine Venen. Ich bin sowohl hier gestochen als auch hier. Gestern haben wir erst am linken Arm gestochen, das ging dann alles ganz gut. Dann mussten wir heute aber wechseln, weil meine Vene so gebrannt hat und dick geworden ist. Das heißt halt, dass die Chemo, also die ist ja super aggressiv, die Chemotherapie. Und das heißt halt, dass die Vene da so ein bisschen jetzt drauf reagiert hat und dann muss man halt direkt wechseln. Ja, dann wurde ich am rechten Arm einmal gestochen, das hat dann aber nicht funktioniert und dann hat mich der Chefarzt nochmal gestochen. Das ging dann auch bis abends jetzt und dann hat es wieder gebrannt und jetzt haben wir sie halt komplett rausgemacht und jetzt werde ich mir morgen noch meine neue Nadel gesetzt bekommen. Yay, ist leider nicht so mein Liebstes, diese Nadeln reingesetzt zu bekommen, aber gut. Muss sein, ne? Genau, ja, morgen habe ich dann nochmal den gleichen Tag wie heute, also der war jetzt nicht so schlimm. Ich habe in der Früh eine Übelkeitsinfusion bekommen. Ganz viele Tabletten, die muss ich schon mit dem Frühstück essen oder vor dem Frühstück. Dann habe ich die erste Chemo bekommen, die erste und letzte heute. Also ich hatte nur einen Chemobeutel heute, das war aber auch wieder ein Liter, der in mich reingeflossen ist. Und danach noch eine Kochsalzlösung, die lief dann nochmal 3 Stunden und ja, jetzt am Abend dann nochmal eine Infusion. Also es war heute voll machbar. Genau, und morgen dann eben nochmal das Gleiche und dann kann ich aber morgen Nachmittag auch nach Hause nach dem letzten Kochsalzbeutel, Gott sei Dank. Ich freue mich mega. Es ist zwar echt entspannt hier in einem Krankenhaus, also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Die sind alle super nett und es ist mega angenehm hier auch in einem Einzelzimmer und so. Genau, meine Mama darf ja den ganzen Tag da sein, aber es ist natürlich trotzdem schöner zu Hause zu sein, ne? Wie man sich vorstellen kann. Genau, so, ich lese jetzt noch ein bisschen. Übrigens absolute... Ist mein Buch runtergefallen. Die App lese ich gerade, finde ich eigentlich echt ganz spannend. Ich habe von dem Arno Strobel auch schon offline gelesen. Kann ich euch auch empfehlen. Das bin ich jetzt gerade dabei. Ich bin noch nicht durch, aber es ist auf jeden Fall bisher schon mal gut. Aber offline kann ich safe empfehlen. Das habe ich schon gelesen und auch als Hörbuch gehört. Finde ich richtig gut. So, mein Mondgesicht und ich, wir gehen jetzt schlafen. Wir hören uns dann morgen. Guten Morgen von eurem liebsten glänzenden Mondgesicht, Leute. Ich glänze wieder wie ein Schnitzel, aber ich habe auch gerade frisch eingecremt und erstmal eine Runde gerollt. Kann ich euch absolut empfehlen, falls ihr auch eventuell gerade eure Chemo macht oder generell auch ein bisschen Probleme habt mit puffy Gesichtern in der Früh. Das ist einfach Leben, dieses Ding. Man kann halt richtig schön die Wassereinlagerungen... So, jetzt wurde ich kurz vom Frühstück gestört. Zeige ich euch gleich mal. Es wird nicht so Bombe wie gestern, aber irgendwie habe ich gestern nur vergessen, glaube ich, mein Frühstück zu bestellen. Ich weiß nicht, deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich irgendwas bekommen. Genau, auf jeden Fall, Roller ist Bombe for the face, kann ich euch gleich sagen. Also es macht auf jeden Fall die Wassereinlagerungen und alles weg. Und es ja, ist einfach geil kühlend in der Früh. Das habe ich heute ganz dringend in der Früh gebraucht, weil heute bin ich aufgewacht. Und ich habe mich so verkatert gefühlt, Leute, wow. Das ist aber anscheinend auch eine Nebenwirkung, habe ich gehört von, also die man haben kann, dass man am nächsten Tag aufwacht und sich voll fertig fühlt. Aber es wundert mich ja auch nicht nach diesen ganzen Cocktails, die ich gestern alle schön bekommen habe. Ne? Genau, also erstmal habe ich das genommen, dann habe ich ein Stück Ingwer gelutscht. Ingwer ist halt einfach auch Goals gegen Übelkeit, Leute. Ganz viel trinken auf jeden Fall. Ich habe hier schon meine Shaker mit dabei. Mm. Natürlich ganz viel Tee und Wasser, alles, damit ja, das ganze Zeug rausgeschwemmt wird. Genau, dann kann ich euch auch noch empfehlen, Übelkeitspastillen von Dr. Mutschis, die sind auch mega gut. Also das ist alles jetzt nicht bezahlt, ich habe das alles selbst gekauft. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich Kügelchen dabei, die sind so gegen den Magen, die hat meine Mama da gelassen. Die nehme ich halt dann regelmäßig, wenn mir schlecht ist.
Iberogast ist sowieso mein Freund und Helfer gegen alles, auch wenn ich so einen Blähbauch habe. Damit habe ich hier leider auch zu kämpfen, muss ich sagen. Ich glaube aber eher vom Rumliegen. Ich weiß nicht, ob das auch so vom... Kann aber natürlich auch von den einem Dings kommen. Dann auch für den Magen ist das Zengestöl. Das liebe ich auch. Das kann man sich richtig schön auf den Bauch schmieren, auch wenn man Blähungen hat oder wenn ich meine Tage habe, habe ich das auch schon ganz oft drauf gemacht. Das ist richtig gut. Dann was habe ich noch? So, jetzt war meine Speicherkarte voll. Also Peppermintöl gegen Kopfschmerzen und einfach so, da kann man wirklich einfach nur so dran riechen und dann wird der Kopf gefühlt total frei und ich mache es mir dann auch immer so auf die Schläfen drauf und auf die Pulspunkte generell. Also auch absoluter Tipp. Und dann noch diese Venensalbe, die habe ich mir in der Apotheke, die habe ich glaube ich auch verschrieben bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man die auch ohne Verschreibung, doch ich glaube die ist auch, also nur apothekenpflichtig, bekommt man glaube ich auch so gegen meine ganzen Einstichwunden, weil wir mussten gestern, habe ich euch das, doch ich habe euch das glaube ich gestern noch erzählt, wir mussten gestern viermal umstechen oder dreimal beziehungsweise. Und heute wird wieder umgestochen, weil meine Venen irgendwie nicht so wollen wie ich, was nicht so geil ist, aber ja, das war halt gestern ein bisschen doof. Naja, aber auf jeden Fall habe ich mich heute früh echt verkatert gefühlt. Leute, jetzt geht's wieder so nach Duschen und allem drum und dran und ich muss mich da nochmal erstmal fertig machen, weil auch wenn ich im Krankenhaus bin, will ich jetzt nicht so wie so ein verlottertes Etwas hier rumliegen. Ich habe übrigens voll das schöne Ding von Sassy Classy an, das muss ich euch jetzt mal kurz zeigen. Die Sachen sind so nice, die sind aus so Musselinstoff. Schaut mal, ich finde die so geil. Die sind halt perfekt fürs Krankenhaus, weil die so richtig schön groß und locker sind und oh, der Stoff ist einfach so... schön, das hat so einen Musselinstoff, liebe ich. Das hat so eine riesige Tunika und so eine Shorts dazu. Voll geil. Genau. Ach ja, und Frühstück kann ich euch auch gleich zeigen. Also das habe ich definitiv nicht bestellt, weil ich ja jetzt auch keinen normalen Joghurt, vielleicht esse ich ein bisschen was davon, aber eigentlich ja, will ich mich halt schon hauptsächlich vegan ernähren. Irgendwie, ich habe gestern vergessen, das Frühstück, glaube ich, zu bestellen. Aber egal, ich esse ein bisschen Honigsemmel und ich habe hier Gott sei Dank auch noch mein Porridge dabei und mein Dings. Ich glaube, da mache ich mir gleich erstmal was. Genau, also mal gucken. Ja, sonst, was kann ich euch noch erzählen? Also, ja, bin eigentlich echt happy in diesem Krankenhaus, muss ich sagen. Ich fühle mich mega wohl. Die sind so nett hier alle. Wow. Also ich frage mich echt, ob ich irgendwie so eine kleine, also man als Privatpatient schon nochmal netter behandelt wird oder ob die das bei jedem hier so machen. Aber ich habe mega Glück auf meiner Station. Also, ja. Ich gönne mir jetzt erstmal meine Ladung. Also das muss ich alles jetzt in der Früh nehmen. Wow, Leute. Läuft bei mir. Also zwei jetzt erstmal direkt und dann... Oh Gott, das ist so viel, Leute. Aber ich muss jetzt erstmal was essen, weil nicht, dass mir sonst gleich wieder schlecht wird. Kleine Ladung, würde ich sagen. Naja. Gönnung erstmal. Prost, guten Morgen. Ja, meine Mama kommt dann jetzt dann wieder und dann machen wir uns noch einen chilligen Day. Und dann darf ich hoffentlich echt nach der Chemo dann nach Hause. Also ich bekomme halt auch wieder nur eine wie gestern, also einen Tropf quasi. Und die Tabletten halt, die sind auch schon für die Chemo. Oh, ekelhaft. Gut, dass ich das so gut kann von meinen ganzen Supplements, die ich immer schlucken muss. genau, und dann dürfen wir mittags dann aber auch Gott sei Dank schon heim, wenn... wenn der Kochsalzbeutel dann noch durchgelaufen ist, der hängt auch schon. Ich kann euch das auch mal ganz kurz zeigen, falls euch das interessiert. Also, das ist gegen Übelkeit. Das bekomme ich auch jetzt dann, wenn ich hänge am Tropf. Und das hier ist die Kochsalzlösung. Die hängt dann 3 Stunden dran. Genau. Yes, richtig Bock. Nicht. Aber Leute, dann muss ich durch und dann geht's nach Hause. Also hoffentlich. Ich glaube, es wird dann nochmal Blut abgenommen, ob alles passt. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal. Leute, ich liege in meinem eigenen Bett und es ist so schön. Also auch wenn es im Krankenhaus wirklich aushaltbar war, ich will mich auch gar nicht beschweren, weil die waren alle so, so nett und also die haben sich wirklich bestens um mich gekümmert und ich bin einfach froh, dass es überhaupt sowas gibt, so Krankenhäuser, wo man wirklich hin kann und wo einem geholfen wird. Und ja, aber es ist trotzdem natürlich 1000-mal schöner, zu Hause zu sein, kann man sagen, was man will. ja, also ich bin so happy, jetzt im eigenen Bett zu liegen. Und einfach zu chillen und ja, jetzt mal kurz runterzufahren. Eigentlich war ja mein Plan, man kennt mich, ich komme nach Hause und mache sofort ein Workout, weil ich echt so einen Bewegungsmangel habe von den letzten Tagen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Jetzt war schon wieder meine Speicherkarte leer. Ich muss wieder mal alle Filme auf meinen Laptop laden. Ich glaube, ich werde jetzt sowieso auch das Video beenden tatsächlich.
Mal gucken, vielleicht gebe ich euch morgen noch ein kleines Update. Das muss ich mir noch mal überlegen, weil dann kann ich das vielleicht am Sonntag auch schon posten. Mal gucken. Also wir haben jetzt heute Freitag und ich wollte das ja eigentlich sozusagen so ein bisschen als Vlog im Krankenhaus machen. Das ist auch schon wieder lang genug jetzt, glaube ich, so viel, wie ich schon wieder gelabert habe. Mal sehen. Aber eigentlich geht es mir jetzt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also mir war jetzt auch nicht mehr übel oder so. Ich habe ja im Krankenhaus direkt nochmal so eine Übelkeitsinfusion bekommen. Die hat echt gut geholfen. Und beziehungsweise war mir noch gar nicht übel. Ich habe das nur so präventiv gemacht, aber ich habe zur Not jetzt auch ganz viele Tabletten dabei. Also falls was ist, kann ich auch direkt was einnehmen. Genau, aber sonst geht es mir jetzt eigentlich ganz gut. Ich wollte ja eben nur ein Workout machen, direkt als ich heimkam, weil ihr kennt mich ja, ne? Weil ich habe so einen Bewegungsmangel. Wow, ich lag jetzt nur rum die Tage. Aber ich habe jetzt gemerkt, also ich habe vorhin meine ganzen Sachen ausgepackt und aufgeräumt und das hat mich schon richtig fertig gemacht. Also nicht übertreiben. Ich werde jetzt ein bisschen chillen im Bett, ein bisschen lesen und dann mache ich vielleicht später noch ein bisschen Yoga oder Hula Hoop oder sowas ganz Entspanntes. Und ja, sonst lasse ich es mir heute gut gehen. Mein Papi kocht später noch Kaiserschmarrn für mich. Ich liebe Kaiserschmarrn und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe echt so Gelüste, Leute, das ist ein bisschen wie so eine Schwangere, richtig witzig. Vor allem ist es beim Krankenhaus echt ein bisschen doof, weil man muss ja immer vorbestellen am Tag vorher quasi. Und da wusste ich halt nie, auf was ich Lust habe. Oh, ich bin schon wieder im Mondgesicht hier, Leute. Witzig. Da wusste ich noch nie, auf was ich Lust habe. Und dann habe ich halt immer irgendwas bestellt, auf das ich am Abend vorher Bock hatte. Und dann habe ich das aber bekommen und dann dachte ich mir so, gar keinen Bock da drauf. Also es ist echt ein bisschen, als wäre man schwanger. Aber naja. Genau. Ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, auf den Kaiserschmarrn. Und dann gucken wir mal, ob ich später noch irgendwas filme oder morgen. Aber ansonsten kann ich schon mal sagen, ciao. Und wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Ich werde euch auf jeden Fall so die ganze Chemotherapiezeit über mitnehmen, euch immer berichten, wie es mir geht und so. Ich glaube, es ist ja für den einen oder anderen auch spannend. Und ansonsten folgt mir gerne auf meinem Instagram-Channel. Da nehme ich euch ja sowieso die ganze Zeit mit. Und natürlich wird auch nicht nur Krebszeug kommen hier, sondern es kommen auch weiterhin Workouts für euch. Wenn es mir gut geht, werde ich auch weiterhin Workouts filmen. Halt jetzt nicht so krasse, aber entspannte Workouts. Und ja, werde ich natürlich immer weiter mitnehmen in meinem Lifestyle. Gut, Leute, adios amigos. Ich mache mich jetzt ein bisschen ans Lesen und chillen und dann hören wir uns. Tschüss.